So, hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. So, ein hallo, guten Tag, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Der da schon auf der Suche nach einem Abenteuer. Da hallo, ihr Lieben, da draußen. Und herzlich willkommen in Hirscheid. Hier ist Verkauf auf einem Sonntag mit Herbstmarkt. Also, wir haben einen Herbstmarkt hier auf dem Sonntag in Hirscheid. Das ist 80 km von Würzburg entfernt. Das Tor der Fränkischen Schweizer hierzu. Und ja, und mein Name ist Justus König, bekannt als Jana Schons Dander oder euer Captain America von dem YouTube-Kanal Jana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuer. Und mit dabei ist die Cousine Papa Schwarz mit Hund Charlie und der Kumpel Freddy Krüger hier in Graf mit seinem tollen Audio gefahren ist hierher. Mhm. Dabei ist die Cousine Barbara Schwarz und der Kumpel Freddy Krüger hier in Graf, der gefahren ist mit seinem tollen Audi. Und Hund Charlie ist auch dabei. Ja, als Fahrer. Genau. Und wir machen jetzt hier ein Video von Herbstmarkt und auf Augusta Sonder, Hirscheid. Und da ist der mein Donau-Kanal oder Ludwigskanal, wie der heißt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr bitte liken und Daumen hoch machen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Video teilen, bei Freunden zeigen. Und ja. Genau. Ja, dann lasst bitte ein Abo da. Abonniert meinen Kanal, meinen YouTube-Kanal, der da schon auf der Suche nach neuen Abenteuer. Falls ihr nicht wisst, wie der heißt nochmal oder nicht finden könnt, gebt einfach an auf Google Suche oder YouTube-Suche, Name ein, Justus König oder Titel ein, Justus unterwegs. Da findet alle meine Videos unter meinem Kanal. Und ja, mein Kanal. Genau, da könnt ihr die Glocke aktivieren, also nicht vergessen, weil die Glocke sagt euch, wenn ein neues Video online ist, was ihr keins verpasst. Da habe ich auch eine Playlist da, deswegen aufgeräumter von meinen Videos, deswegen aufgeräumte Themen. Und dann habt ihr auch eine Möglichkeit, mich zu erreichen auf Instagram und TikTok. Und dann folgt könnt ihr mich auch, da könnt ihr euch, folge ich zurück und schreiben. Also mein Instagram-Name lautet Indiana Jones der Abenteurer. Mein TikTok-Name lautet Justus der Abenteurer 13. Und das war's. Also jetzt wünsche ich euch viel Spaß auf dem Herbstmarkt in Hirscheid. Plus Verkauf auf Sonntag. Und Action! Let's Play Video, sagt Justus, der König aller Zeiten. Let's Play Video! Das ist ein tolles Bild. So, gehen wir weiter. Das ist echt toll gemacht. Hier haben wir schon ein tolles Bild. Da ist ein schöner Brunnen. Da gibt es dann ein Zierkürbis, ein Ding, Kasse und da ist ein Playmobil-Figur. Das ist eine schöne Playmobil-Figur, das ist schön gemacht. Da steht drauf, da gibt es hier auch frische Eier. Gut. Das Bild ist auch schön. Viel los. Alter, wir da. Der ist echt viel Verkehr. Da gehen die meisten einfach nur über den Ding rüber zu. Was ist das? Das ist verlassen. Oh, da ist ja was hier. Ghostbase. Ja. Lost Place. Das ist Ghostbase. Ja. Weißt du, wo du das erkennst? Charlie Brown. Wuff. Ein Haufen Wolf. Da hinten ist eine Gasse, da hinten geht's rein. Eine Gasse. Weiße
in der Einbahnstraße. Ja, das sind. Wir haben 100 Märkte da zum Bummeln und dann sind noch die Verkauf. Die Läden offen. Hoppala! Fahrrad! Hoppala, ich mach's auf. Heute? Männer. Keine Ahnung. Da ist die Messe. Ja, ja, fahr ich. Flohmarkt, Messe. Ja, ich muss. Ja, das ist die ganze Straße gesperrt, das Messe. Und denk dran, ich habe jetzt hier gehört. Hey, Jürgen! Ja. Denk dran, es ist an. Okay. Nicht vergessen. Jawohl, genau, die sind weggeworden. Ja. Ich schon. Da ist auch ein Wuff-Wuff. Wo denn? Ach so, ja. Guck mal an! Auch ein Jorki! Ja, die ist näher. Hunde treffen. Ja, die haben hier 100 Stände und ich habe die ganze Straße hier abgesperrt. Der eine, du kennst das aus Malteinfeld, bei der Messe da, der eine mit der Brille und DVD-Stand. Ja. Der ist auch hier, der hat mir gesagt. Hey! Komm, ich raus, noch. Ein Grill auf die Arge drum. Hallo, Mama. Alter! Da kannst du Gewürze kaufen. Ohne Beutel, das ist cool. Nimmst du noch auf oder? Ja, ja. Du nimmst jetzt gerade auf oder? Ja. Immer noch? Ja. Jetzt mache ich doch hin und her wie ein Schwein. Nee, das ist alles okay. Was? Bruder? Ach so. Ich bin gerade Bruder. Hey, Bruder. Du heißt doch nicht Karl-Heinz. Ja, du heißt Karl-Heinz. Da hast du einen neuen Namen. Karl-Heinz. Ja? Karl-Heinz. Karl ohne Heinz? Wo ist er denn? Ja. Ah, ist ja lustig. Gut. Nein, das ist süß. Kennst du das euch? Da gibt es Wolle, da gibt es Zeug, da kannst du Zeug kaufen. Ja, hey, mache ich dir ein tolles Geschäft, ja? Also echt ein gutes Geschäft. Ich kaufe hier ein und du zahlst. Das habe ich schon gesagt. Scheiße, das wollte ich ja sagen. So ein Mist noch einmal. Und da hast du einen Schmuck. Ja, wenn ich eine Frau wäre, hätte ich dich schon beraubert, aber na, ich kann mal sehen, was ich lieber. Sorge, okay? Melli, Izi. Toll. Das ist ein Hintergrund. Hast du eigentlich das letzte Mal, wo wir da in Miltenberg waren, irgendwas abgekriegt? Durch den Regen? Nix. Alles okay. Okay. Darf man nicht so lange im Regen sein? Nee, ich muss nur wissen, ob alles okay ist. Ja, alles okay. Ach ja, da ist Charlie. Ja. Da ist Charlie. Oh. Charlie, hast du echt mal gesehen? Schwarze Barbara, ich sehe noch die Schwarze Barbara. Ja, irgendwo war sie doch, gell? Du hast sie doch irgendwo gesehen, oder? Ja. Ist sie nicht schon fünfmal vorbeigelaufen? Nein, oder? Das war dann immer die Favoriten. Ja, ja. Dann geht's ja mal in so ein Deck und dann biegen wir links ab und laufen da hoch. Mir ist es egal. Fliegen wir noch links, oder geradeaus? Wo wollen wir? Wann hast du deine Musik? Ah, das die Ecke ist der Musik. Keine Ahnung. Doch, da vorne sind die Blasen. Das ist Musik. Das ist Musik. Lass mich doch mal fertig reden. Das kommt ja jeder auf. Machst du gar Geldbeutel? Such mal einen aus, wo Inhalt drin ist, gut. Und da kann ich wenigstens bezahlen. Es gab bei einem Peter Alexander einen Film, ja? Da hat er einen in Geldbeutel gegeben, ja. Aber da war wenigstens Geld drin. Was ist, wenn Diamanten drin sind? Diamanten unter Gold? Ja. Sofort kaufen für 1 Euro. Ja.
Mach doch eine Uhr. Da weiß auch sogar, ja, Flohmarkt. Müsst ihr gucken, ich hab da. Ich geh Flohmarkt. Gott. Kannst du kaufen. DVDs. Spiele. Aber alles genug. Das hast du ja selber genug. Mehr wie alle. Ah, Hundetreffen. Joshi, ein Hundetreffen ist hier. Jetzt geht's los. Blechschilder. Ah, nichts Besonderes. Platz. Die ist geil, oder? Honda am Theater. Ja, ja. Du brauchst ein Audi. Ja, ich hab doch ein Audi noch daheim. Ja, ein Blech oder Audi drauf ist. Achso, das ist alles in Ordnung. Das war. Das haben wir auch gehabt in einer. Da stand, glaube ich, zuerst die Figuren entdecken. Im Hasswort. Letztes Jahr. Im Hasswort? Ja, war da auch so ein Stand. Da ist Jack Sparrow. Superman. Sieht auch cool aus. Ja. Das haben sie alles selber gebastelt. Das müssen wir können. Du musst lernen. Du kannst nicht. Du hast ja Zeit. Du hast ja hier so viel Zeit getan. Was geht los? Wartmusik. Wir machen extra für dich. Ja, dann machst du extra für die Musik. Wir haben extra für dich jetzt eine Musik angemacht. Da heißt, bis da ist, macht er Musik. Ja. Wie heißt der? Wer? Peter? Da kommt der Graf, jetzt muss er Musik machen mit dem Graf. Es gibt auch einen Selbstsünder. Ja. Irgendwo bekannt vor. Meistens, wenn ich in den Spiegel nachschaue, kommt was am besten bekannt vor. Echt? Du? Bekannt vor? Der coole Typ da. Mit seinen 20. Also ich habe gestern Black Adam geguckt. Black Adam. Da war der da und hat sich in den Spiegel geguckt. Da hat sich anders ausgeschaut, wie er sich in Erinnerung hatte. So muskulös und so. Alles okay? Ja. Der Tali. Ich habe gedacht, wir sind jetzt mal so ein gespackbares Hinterzeug, wo man so schön rumfahren kann. Wir laufen mal da rum, oder? So rum? Ja. Dann dahinter und dann hier so rum, oder? Ja. Wir machen keinen Stress, oder? Ey, das ist eine lange Strecke, einmal aus. Ja, willst du mitfahren? Ich fahr gleich mit. Ich setz mich da vorne hin. Zumindest etwas haben sie hier. Ja. Welche Herbstmark hat schon eine Bahn? Ja. Die hat es aber unserer Zeit auch schon gegeben mit der Drehbahn. Das ist die neue Fränkische Schweizbahn für Kinder. Aber sind wir auch gefahren? Nee, ich nicht. Mich haben sie vergessen. Ich bin lieber die Oldtimer gefahren. Also wenn wir jetzt einsteigen werden, kommt immer vorwärts. Bist du dir sicher?
Ich bin doch Fred Feuerstein. Ich mach alles gleich mit den Füßen. Was denkst du, wie das Ding dann abgeht? Kinder, haltet euch jetzt. Jetzt müsst ihr euch wirklich festhalten. Alles fest? Der Grasberg rein. Ich glaube, der will jetzt loslegen. Nimm's auf, rechtzeitig. Sonst ist es wieder zu spät. Ja. Wie immer. Ja. Der Charlie will auch mitfahren. Ja. Guck mal, er könnte fahren. Charlie hat doch vorne einen Platz, oder? Da hat er schon. Ja, du siehst mich in der Schrein schon, das Ding bewegt sich. Schau mal, zurückwinken, ne? Ach komm, ich mache eine Blockade Fahrt. Ist doch schön für die Kinder. Ja, aber wir hätten noch vorne Abplatz gehabt. Wenn wir vorzukommen, der hätte auch mal wieder gewunken. Ich stell dir mal vor, wir sitzen da drinnen, ne? Und winken nochmal. Okay, wie sie dann alle reagieren, ja? Ja, die winken. Haben wir früher auch gemacht. Ja, ist ja gerade schön. Wir sind mal auf der Guyane-Messe gewesen, da hat es auch so eine Eisenbahn gegeben. Die gibt es immer noch. Ja, die gibt es immer noch. Und die Oldtimer. Die waren geil. So cool. Ist doch schön, dass du das sagst. Schau dich damit vorne. Geh mal sprung, so. Der Zügel. Vielleicht dürfen sie die Brüste nicht bauen, oder was hier? Oh, sie haben keine Schienen mehr. Und ein bisschen Energie sparen. Ja. Das Ding ist. Es geht nur darum, dass sie halt Kurve haben. Ja, das Ding muss ja auch gewartet werden und ist auch schon alt wahrscheinlich. Ja, braucht sie nicht gewartet. Naja. Was wollen sie da viel machen? Nur sie sehen, dass der Motor fährt. Wenn das Ding, wenn die es wieder benutzen, ne? Wenn es irgendwann gibt es keine Teile mehr. Guck mal, wie oft das unten verschlissen ist. Guck mal, die Schiene. Und dann kriegst du auch. Wann ist dein Kind dann endlich mal fertig hier? Und dann ist der letzte deine? Ist der letzte da deine? Oder wo ist die? Sitzen da einer jetzt drinnen? Du musst denken, das muss ja auch, wenn das verschlissen die Räder, braucht Ersatzteile. Ach, so viel Spaß, das war die auch nicht. Und die kriegen keine mehr? Die kriegen die schon noch. Okay. Und einfach nur ein bisschen was draufschmeißen. Also, ich will mal vorne gucken, wie es unten kaputt ist schon. Wie hat das geschafft, hat er geschnitten? Nee, ich mache die wieder. Das ist ja rostig gewesen. Nur. So. Das haben die entrostet. Was ist? Das wird ja lang. Ja klar, 10 Runden. Ja, mindestens. Ne? Bis der Strom weg ist. Aber er muss alles umrechnen. Der braucht nicht viel Strom, das Ding. Rechne nochmal aus. Das ist nur der große Strom. Jetzt geht's langsam zu Ende. Wieso? Der Gas. Solange er schiebt, solange gibt der Gas. Solange er nicht an die Knöpfe nicht spielt, ne? Ist alles okay. Ja. Solange gibt er noch Gas. Drückt er mal auf das Knöpfle, ist alles wieder vorbei. Charlie, ist er mitfahren? Ja! Der Charlie. Ist er fahren? Der macht 10 Runden. Nee, doch nicht. Ja. Ende. Strom aus. Wir gehen raus. Weiter. Mein Kleiner kommt jetzt auch noch, okay? Okay. Der Charlie steigt jetzt mal ein. Also ich. Auch wieder. Das ist ein Service, oder? Der hat Charlie getragen. Ein Service, gell, Charlie? Du hast getragen. Emilia. Wir machen Amit. Der Charlie will alle begrüßen. Da hast du einen Flohmarkt, siehst du? Flohmarkt, Moment. Also was Cooles dabei ist. Da musst du schon mit Liebe davon. Was ist das für ein Märkte? Ich bin letztes Mal losgegangen und da war es um 14 Uhr. Danach war mein Auto voll und ich habe keinen Cent gebraucht. Das ist am besten. Das war ein Volker. Hallo. Alles umsonst. Das ist dann schon hallo. Von Kitzingen, von der Kreisen, die Service.
Aus Kitzingen. Der Charlie ist es zu haben. Zum Schwimmen? Dann die Leute. Genau. Oder die. Dann noch gleich. Also die Leute, da gab es noch die Leute, die da waren. Wo das geführt hat, das Ganze. Mode da drin. Ja, genau. Hallo Charlie. Das Schlimmste ist, wenn man wieder Haufen einpacken muss. Das Schlimmste ist, wenn man wieder Haufen einpacken muss. Ich muss ein bisschen mitdenken. Ein bisschen warten. Ja. Das ist ein Wappner. Aber Wappner? Lass die Frauen hoch. Guck, da warst du die Brücke, guck. Da haben wir extra eine Brücke gebaut. Jürgen. Gut. Ja, euch auch. Hopp. Ich sag ja, wir müssen. Zahl. Ja, die nehmen wir das. Ja, die Autos sind da. Das ist jetzt hier. Ja. Diese hier, oder was? Das ist ein, wie heißt das nochmal? Ein Cars. Pictures Cars. Ja, das ist unzeichnet genutzt. Ja? Scheiße. Aber das geht nicht mehr, das Auto. Sag mal. Da musst du das Zeug ja wieder erst kaufen. Ist es der genauso oder ist der besser? Der hat beide. Ja. Der hat es beide, sag ich. Ist nicht schlecht. Allein den Krampf, der hier liebst nur. Da ist die Barbara Schwarz. Ist von Charlie. Zeig mal ein Spiel, was du gekauft hast. Da muss ich es noch wieder lassen. Vorsicht, Charlie. Ja. Charlie. Also, wir haben. Jedenfalls ist hier der Netto. Der Markenladen Netto. Offen. Hier an Herbstmarkt. Ist viel los. Zeig doch mal eins. Meine Weihnachtsdeko? Ja, machst du an? Ja. Hat 2 Euro gekostet, gell? Ja. Super. Ist doch cool. Und da macht er auch, oder? Gut. Gut gemacht. Also der Müller, der Teekut machen da nicht mit der Aktion. Nur der Magen-Discount ist offen. Das war eine schöne Tüte von Netto. Da, danke. Ja, danke. Danke, sagt Netto dir. Danke. Hast du es selber gemacht? Ja. Jetzt weißt du, was da, das habe ich gestern auch gesehen, den Regenbogen. Jetzt weißt du, was er sagt. Guck, der macht es genauso. Ach so, 10 Cent pro Tasche gehen direkt an RTL. Ja, siehst du, dass du 10 Cent hast als Kinder geholfen. Ja, RTL Kinder. Da bin ich. Was siehst du? Und wie bist du? Hört. Den Einkauf von Tüten. Siehst du im Bus da das schwarze Zeug dran? Ja, der Steinschlagschutz. Da schützt dich von Steinschlag oder Insekten. Ja? Ja, wenn du das drauf hast, da schützt dich von Steinschlag-Insekten. Also, ja, es Insekten nicht. Steinschlag, hier. Steinschlag, guck, prallt hier ab. Ja, und da unten? Und da unten? Wie oft ist er schon abgeschleppt worden? Also.
Wir sehen alles. Ich bin ganz ehrlich, die Leute nicht zu begeistern, wenn ihr die Bügel rumdreht, macht den Lärm, macht danke für die Bügel, ne? Danke für die Bügel. Salut, was für Schuhe? Genau wie bei dir. Was haben wir noch hier Flohmarkt. Aber nichts für uns. Das wäre so Kinderflohmarkt. Ja. Und das ist ein Puppenhaus. Alexander, ist das was für dich? Ich denke, guck, da ist eine Trikottasche hier, guck, ganz groß. Trikottasche, ja, die Werbung ist gut, aber sonst gut halt, ne? Und da wird ein Haus abgerissen, guck. Teil des Haus abgerissen, oder als Haus oder Scheune, was ist das? Ah, danke! Hey, Rhinos! Was blödes! Ey, ich steh immer dahin, ja, da die haben das Dach abgerissen! Nur das Dach? Ja, und ich wollte einziehen. Ne, da oben ist doch so ein altes Gerät, Flur, Vorderzeuggerät, was ist das? Ja. Ist da oben, rechts? Ja, das ist für den Acker. Ja. Das sind aber alte Geräte. Ja. Das war noch ein Dachboden. Es geht gar nichts mehr. Aber du nimmst doch jetzt die Bahn jetzt rückwärts auf, oder? Ja, die hört rückwärts auf. Weil du vorwärts hast, hast du ja nicht mehr so schön ausgeschaut, ne? Das sieht doch viel cooler aus, oder? Ja, ja. Da hast du Fantasie drin, ne? Also ein Fantasiezug. Fantasie, ja. Das ist doch geil, oder? Ja. Stell dir mal vor, das Fantasie, ja, kommt auf dich zu. Stell dir mal das vor. Du hast eine ganz neue Fantasie, oder? Ja. Genau. Bevor ich dafür fliegen, Scheiße, und was passiert? Wir verlegen die Schienen nach Würzburg. Nee, die fährt schon weg, die Fantasie. Ja, hey, das ist Fantasieland. 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 Ja. Da kommt der Zug, guck. Ey, schnell, können wir mitfahren. Guck mal. Ey, rede mal von das, wir kommen jetzt. Schöner Zug. Bist du sicher? Ja. Bist du echt sicher? Siehst du, dass die Lokpfanne sich drehen? Wie schnell dreht sich eigentlich die Lokpfanne? Die Räder? Hast du es mal gesehen? Hast du mal gesehen, wie die Eisenstangen da sich drehen? Oder drehst du jetzt erst einmal auf? Ne? Genau. Drehst du mal auf. Fantasie drehen. Aufdrehen der Fantasie. Genau. Wir drehen die Fantasie auf, oder? Ja. Charlie, guck, wir sind vorne, Charlie. Das Bild ist verkehrt. Der Charlie drauf gehört. Charlie macht das schon. Ja, das müssen wir sich noch anschnallen. Ja, auch noch. Und da ist noch ein Knopf drauf für Hilfe. Ja. Ein Notknopf. Und dann war es zu spät. Ist vielleicht doch das? Der Zug macht Stopp. Doch, der Schalter wird vorne, oder? Ich will mitfahren, ich will mitfahren. Welcher Knopf ist jetzt richtig? Der rote oder der gelbe Knopf? Du stehst vor einem Knobel. Echt. Es ist jetzt Gefahr. Ja? Die Gefahr musst du lösen. In Gelb oder auf Rot zu drücken. Welchen wirst du nehmen? Hm?
Wo ist der blaue Knopf? Nein, nein, nee, die machen nur rot und gelb. Ja, guck hin. Da ist der blaue Knopf, ist so. Ach so, das ist ja alle. Da ist ja alle dabei. Ja. Hallo, diese Betrüger. Ne? Hast du das gemerkt? Ja. Wenn die jetzt ehrlich gewesen wären, ne? Und die wird so Betrug gemacht. Gleich ist das Knopf für Matrix. Oh, ja. Bei Matrix kriegst du auch so grüne, also rote, blaue Pille, rote Pille. Und wenn du den Knopf drückst, dann wirst du auch auf die bisschen Matrix. Ja, also, aber jetzt haben wir das Problem. Das da vorne ist ja blau, ne? Ja. Und gelb. Was ist? Und jetzt haben wir aber auch die Waggons. Siehst du, da hat ein Kind auf einen Knopf drauf gedrückt, das ist der Zug stehen geblieben. Ja. Findest du das in Ordnung? Das ist stimmt. Siehst du, jetzt müssen die Kinder nur, weil einer gedrückt hat, aussteigen. Findest du das in Ordnung? Das Aussteigen? Ja. Dass es schlecht wird? Vielleicht wird es schlecht? Nee. Ja, aber die anderen waren nicht schlecht. Die wollen noch weiterfahren. Nach Würzburg. Ja. Aber die haben zu weit herausgestorben. Naja. Hauptsache, ich kriege ein bisschen Geld. Jetzt können die abkaufen. Hey, ich fahre daher mit meinem Auto her, ne? Und fahre ein paar Mal außen rum, ne? Und dann lass mal ein paar Leute einsteigen und fahre dann wieder außen rum. Dann wieder ein paar andere. 5 Euro Einfahrt. Die gleiche Strecke? Ja, 5 Euro Einfahrt, ja. Da hast du echt, hast du auch hinten eine Lenkung? Nicht nur Vorlenkung, sondern auch Hintenlenkung? Ja, ich hab's immer. Die Kinder machen ihre Augen zu, die haben die schönste Lenkung, wo es geht. Und wehe, die machen während der Fahrt die Augen auf. Das ist ja gut. Muss das machen, was irgendwie. Ist, wenn der rote Knopf das Ding, die Hupe ist? Nee, das ist ja die Hupe. Das macht dann so. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und gelb macht Stopp, Stopp, Stopp. Und dann bleibt er stehen. Ja. Und was ist blau? Ich gebe Gas, ich gebe Gas, ich will Spaß, ich will. Der ganz kleine Außerhalb, ne? Ja. So wie der ausschaut, muss der auf den blauen Knopf drücken, der arme Kerl. Weil sonst könnte nicht los sein. Ja, da ist einfach so ein Handy jetzt rum und dann geht er wieder vorne und macht das Ding. Nein, eben nicht. Der ganz kleine da vorne, ne? Der muss das Ganze betätigen jetzt. Du kannst es sagen, das ist kein Problem, du kannst Pause machen. Ja. Ich geh jetzt hin, machst du und verlangst Geld. Ja. 5 Euro eine Fahrt. Und der Charlie hockt sich vorne in der Lok hin. Ja. Und wenn er vorne mit Charlie hockt, möchte was 3 Euro extra zahlen. 10 Euro. 10 Euro. 2 Personen. Charlie ist der Lokführer. Ja. Der ist der Lokführer. Nein, wer mit der Bahn ja. Mit Charlie fährt, 10 Euro. Ja, Charlie-Bahn. Charlie-Bahn. Ja, machen wir die ganze Bahn braun, ne? Ja, das ist ja jeder. Aha, das ist Charlie Brown. Ja. Charlie. Brown macht das. Das ist ja cool. Ach, gut, das habe ich eigentlich die Damen gelernt, die 15. Da machst du einen Satz wieder? Ja. Hier ist mein kleiner Kaffee. Ja. Ja, Charlie, haben wir gerade schon. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich hab noch freie Plätze. Ich hab noch freie Plätze. Das siehst du, hinten ist ein Stromanschluss. Kabel, siehst du? Nur ein Stromanschluss. Ja. Für Beleuchtung. Bist du sicher? Ja. Ich nicht. Ich werde nicht so sicher. Jetzt sind wir los, guck. Jetzt ist er fertig. Alle drinnen, Kinder, und dann fahren wir los. Nein. Ich brauch erst nochmal, gell? Ab geht's nach Phantasialand. Absolut, das Erlend. Kassiert er die 5-Euro-Scheine? Da kommen die schon. Oh. Ich bin froh, dass sie so bunt angezogen ist, sonst hätte sie nicht erkannt, oder? Nehmt das nicht auf. Ich meine den Luftballon, gell? Nicht, dass da was verkehrt ist, ich meine den Luftballon. Sind wir geil. Mhm. Der ist echt schön, oder? Ja, da ist alle hübsch von. Jetzt sind wir hübsch von. Danke, man muss sich noch anstellen. Was
kennen. Danke, danke. Mann, hast du meine auch noch? Dann ist sie extra teuer. Der Charlie will mitfahren. Hm? Charlie will mitfahren, hat er gesagt. Das ist der Lokführer. Er hat gesagt, es kostet 5. Aber ich nehme an, da gibt es keine. Ich weiß nicht. Er will mit der Straßenbahn ein Stück fahren. Und noch weiter oder habe ich noch mit einem? So bezahlt? Warum? Wir sind nicht zu schwer. Wir sind die Leichtgewicht. Wir sind Leichtgewicht. Wir haben eine Teilzeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Kann das auch nicht umkippen? Ne? Das hier, wenn es umfällt, dann nimmt er nichts um. Ne? Also gehen wir wieder. Ihr habt die Taille, wieder Schneemann. Ja, genau. Dünn. Ja, Justus sagt, das geht vorwärts. Dünn. Ja, das ist auch. Ja, ja, warte mal, das war. Das ist Geschichte. Jetzt musst du Charlie hochnehmen. Ein Kreuzband. Oh. Das ist auch cool, ja. So. Schwarze Barbara. Du musst deinen Hund wieder hochnehmen. Nein, mit meiner Frau. Deinen Hund aufpassen. Hochnehmen, da gibt es viele Menschen noch. Können wir da durchlaufen, oder? Ich mache die Kamera an, weil. Kamera. Das sind die Kinder. Ach, die waren hier Honig. Guck mal, die Kinder waren hier Honig. Charlie, magst du auch Honig? Oh, da gibt es einen Pikachu. Ja. Siehst du, jetzt wenn ich Hunger habe, da ist noch ein Stück Brötle. Ja. Und dann geht der Hunger wieder weg. Das kann doch ganz gut essen ab. Du tust auch mal nicht. Da war ich nicht. Wenn ich Hunger habe, esse ich was. Ja, die muss ich nicht.
Denk dran, das Ding ist an. Das Ding ist an. Wo sind denn das Gras unterhalb jetzt? Ja, ohne Schild, da dran. Eigentlich ist das Olivenöl zu probieren, dann, genau. Guck mal, da ist eine Tür. Das war geil. Zeug drin. Hier ist Zeug drin, guck. Ja. Ich will aber da hoch zu, guck. Da will man ran. Ja. Ach, das war zu doch Missbrauch. Ja, aber ist das mit Olivenöl? Ja, aber guck mal hier, guck. Eine Tür extra eingebaut. Nein, die wird hier zugemacht. Nein, du hast der Vater. Also du meinst ja das, wo sie da reingemacht haben, ne? Ja, das ist Sonderausstattung. Nein, das kann das sein, ja. Weiß man aber nicht genau. Weil das ist der Möbel. Das muss so ein Ford Transit sein, ne? Transit. Ja. Das ist Feuerwehr, ein alter Feuerwerkauto. Das ist noch, ja. Das Schlimmste, was ist, wenn du gierig bist. Ja. Wenn ich Frische eines bringe, kostet es 2-3 Euro. Was? Die Lage kostet halt nicht viel. Okay. Oh, das ist aber... Ich habe erst einmal gedacht, dass ich so ein Auto kaufen wollte. So eines, dann ist Wahnsinn. Ja, das sind unsere Fahrzeuge. Nee, behindert. Genau so ist es da. Muss man genauer gucken. Ja, gut. Cool. 15 Euro. 15 km/h. Ja, So, das ist eine Talende hier in der Straße Ende. Das mag das hier und dann laufen wir wieder zurück. Das ist doch cool. Der Markt. Na, sehr schön. Dann laufen wir einfach jetzt hier durch
Wir haben uns gerade zum Spaß, gell? Ja? Wir können die Frau oder? Ja. Da ruft der Schmuck an, das Schmuck wieder. Krabbschmuck. Reden wir mal, guck mal, was das da gibt. Ist auch jetzt egal, guck mal, was das gibt. Wir sind jetzt hier auf dem Ding. Da gibt es dann Essen. Da kannst du probieren. Hey, da wird nur die Dinger ausprobiert. Die Dinger getestet. Ja, ich hab vor. Ein alten Ford Transit. Schönes Auto. Schönes Auto. Zuckerwatte. Da Hund ist ein Zuckerwatte. Süße Hexe heißt das. Guck. Mandel süße Hexe. Ist der Frankenstand? Frankensachen. Du meinst zu drauflegen? Zu drauflegen meinst du? Kirschkerne? Kirschkerne? Ja, Kirschkerne. Nicht immer. Die junge Dame musste lachen. Kirschkerne bei dabei Karo Königshofen, das heißt. Ich hab echt einen Teil gelacht jetzt. Von Karo Königshofen, die Kirschkerne waren hart. Ja, da waren sie auch waren hart. Die waren alt. Da kannst du dein Auto putzen. Da, die Tasche ist fast. Da stehe. Ja, da stehe. Da unten drunter. Okay. Das ist dann, was ich wichtig ist. Und dann hast du noch eine kleine Tasche dran. Eine Tasche. Eine Tasche schon. Ein Kinder. Zwei Tauchen. Und dann gibt es wieder Gürtel zu kaufen. Wir gehen ja immer gebrauchbar rein. Ne? Deswegen, so habe ich schon. Das ist eine sehr neue. Gürtel. Guck, da gibt's Gürtel. Ich bin Eingang, hab gesagt, ich will nichts, dann habe ich mir so ein, wie nennt man das, nochmal für die Luft, das ist so ein,
Nein, nein. Da, 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 so da fliegt die Biene Maya, siehst du? Mhm. Ach, die Pistole? Ja. Die Biene Maya. Da fliegt sie, guck. Die Biene Maya. Kannst du Cola trinken? Das ist da rein. Ja, meine vorher Kaffee hier rein und noch mal extra trinken. Ja, wir wollen ja durch, ja? So. Ungarische Spezialitäten. Arango. Ja, wo ist mein Schnupper? Weiter vorne. Arango, weiter. Da haben wir einen roten Teppich. Hast du kurz zu holen? Ja. Ach so. Der King kommt. Aber ich komme auch nochmal. Ich bin der King. King Justus der König. Justus König. Ach ja, Justus der König. Meine Majestät, Justus der König. Er ist halt der, ja, vor deine Knien. Deine Untermieter, ja? Das da. Ja. Roter Teppich. Ey, kannst du da der Fleck ja wieder mal sauber machen? Das ist ein roter Teppich. Ey, die Spuren sind da. Mach doch mal sauber. Ich will auch mal drauflaufen sonst. Gut. Da hast du welche Geräte zum Ausprobieren. Das ist geil. Ich finde die Lampen wieder, das ist so nicht schmal. Was Propeller haben. Ja. Da fliegst du weg. Heizungs. Ja. Hier im Haus. Ja. Neues Energiefeld. Kannst du sparen. Wärmepumpe. Ja. Die beste Pumpe ist die, wo ausbleibt. Ja. Ja, so weiter. Und die Spritzen. Echt, ey. Ey, hast du was gesagt? Mein Haar sieht nicht scheiße aus. Verwuscht. Nee, ich bin Haar, okay, wurscht. Mixer. Ja, bei dir halt ein. Hast du Mixer? Da vorne sind abgebogen, oder? Da vorne sind abgebogen. Ist immer eingebogen. Da müssen wir da laufen, da weiterlaufen. Da? Wo ist der? Da ist sie doch. Aha. Fangen wir schon. Kann ich aufheben. Nee. Aber die ist auch nicht. Ja, mach. Ja. Ich dauere nach oben zum Ballonladen. Da ist die 40. Ja. Nur keine Ahnung. Ja, die haben eine Vorahnung. Da ist der Glücksrad. Das ist Glücksrad. Glücksrad. Das ist schön. Glücksrad. Musst du aber gucken, was kostet was. Wir bekommen alles. Und ich. Naja, weil wie die Pferde gesagt haben. Der Traubenzucker, du selber. Vielen Dank. Ja. Das hilft eben, Energie aufzufangen. Einfach steckt das mal lang. Red Bull drin, Red Bull. Und du fühlst dich wohl. Und du bist richtig stark. Und du hast schon gewonnen. Also hast du doch da Energie. Das steht schon dort. Ich Ihnen noch einen Glück schenken? Ja, sag danke. Was ist das? Mein Schmetterling. Das ist mein Schmetterling. Vor allem geht es um den Spruch, der drauf steht.
und der soll ihnen Stärke und Glück geben. Immer dann, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit gerade sich genervt fühlt, der Chef mal wieder alles besser weiß und einfach aus der Tasche ziehen und immer den Spruch lesen. Ah, Setz einen Schmetterling auf deine Schulter, bleib da. Ich atme Vertrauen ein, atme Angst aus. Also ich atme Vertrauen ein und atme Angst aus. Das ist nicht so genau, dass ich ja solche rote Blumen liebe. Meine Vergangenheit ist vorbei. Ich lebe hier und jetzt. Okay, das war mal. Oh, das ist doch genau, was man so braucht, oder? Das ist cool. Das stimmt. Deswegen aber aus der... Was sagst du? Jetzt mal unbedeutend, ja? Die Blume jetzt hier, ne? Die ist ja auch in Rot, ne? Mhm. Ausgerechnet das Farbe Rot mag ich. Die Blumen mache ich auch. Und jetzt hat sich so nicht so gut. Deswegen haben Sie sich vielleicht genau diese Karte ausgewählt. Manchmal könnte man sagen, es ist einfach Glück oder einfach so schön, wenn die Karte gut aussieht. Ja. Und wenn es für ein Lächeln reicht, wenn man drauf schaut. Wollen wir noch weiterbleiben? Ich soll noch mal drehen, ne? Noch mehr, so, was ihr probieren könnt. Was möchten Sie in Ihrem Leben gerne so bewahren, wie es ist? Mit einem Würfel, ja? Ja. Bewahren, also, was es ist, die Familie. Ja, immer Glück. Dann. Was machen wir da? Was haben wir damit machen jetzt? Aufnehmen oder rein wieder? Nee, das ist, der Sand, den man so für sich hat. Ja, okay. Und da sollte man hin und wieder mal drauf gucken. Okay. Das hilft einem vielleicht, ne? Also ich atme die Angst, ich tue jetzt einatmen, Vertrauen und Angst ausatmen. Genau. Fertig. Genau. Aber das ist ein guter Weg. Fertig. Ich kenne mich aus. Das ist eine tolle Karte, ja? Also, es gibt hier jemanden, der ist nämlich toll gemacht, die Karte. Und sowas würde ich nicht durchführen. Nicht bis weiter. Dafür kriegst du echt einen Daumen mal nach oben, okay? Oh Gott. Danke nochmal. Ich gebe sie weiter. Die Karte ist für dich, dass du Schmetterling kaufst. Nein, ich. Vergiss mich nicht. Das ist nicht böse gemeint, aber wenn ich so eine Karte nehme, dann ist ja auch nur die Ecke rein schmeißen. Okay. Das ist nicht. Ich gebe es Kollegen. Okay. Es ist der Schmetterling des Lebens. Ich habe das Glück im Herzen. Es ist auch okay. Hast du deine Erfahrung? Ja, ich habe noch nicht Zeit. Ich tue Vertrauen einatmen und die Angst ausatmen. Wow, okay. Angst aus und noch. Die ganze Angst raus. Oder auspusten. Machst du eine Uhr? Wir sind vor der Temperatur. Noch ein Zeitmesser? Hast du Zeitmesser? Ja, du bist da für die Zeit. Da kannst du denken, wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wieder so spät? Viel zu spät. Viel zu spät. Das war nicht Paul Panda. Der rote Panda kam zu spät. Aber vielleicht braucht der Charlie eine Uhr. Man weiß es nie. Deine innere Uhr. Ich hab schon eine Uhr zu Hause. Mein Handy hat eine Uhr. Das ist schon eine Uhr. So. Ja, hier. Ja, da kannst du gleich proben sitzen. Probesitzende. Er macht dann Probesitzende. Ich dachte, ich soll hier mal Probesitzen machen. Ja, mal testen. Testen. Da musst du kaufen. Ja. Und du musst zahlen. Ich glaube, der hat Klebstoff unten drunter getan. Unzufrieden? Ja, schon. Aber ich habe immer Angst, wenn ich hier hochgehe, geht man gleich aufeinander. Schon mal einen Stuhl gebracht. Hochgedrückt, ein zwei gemacht. Ja. Aber so? Oh, Charlie, ja, Charlie. Thank you.
Da kannst du Holz, Wolle, Wutz, Holz, Wollen, Anzünder kaufen. Weil ich nämlich nähen kann. Uhrzeit? So. Das heißt, oh. Spezial. Komm mal, Bulli, Hochzeit mieten. Ja? Da kann Hochzeit mieten, Auto. Das ist ein Bulli. Das ist ein schöner Bulli. Ah, das ist ein Schungebäude. Ja, so. Auch wenn man zu einer Sprossenpizze drin hat, wo man ganz schwierig in die Sprosse reinkommt. Ganz schwierig, aber bei dem du kein Problem kriegst, dass es ein schöner Spulli. Da ist er doch. Und da ist es wieder andere Ende hier. Da wo der VWP Bulli ist. Den kann man sich bilden, Hochzeit oder so. Okay. Eins, weil es hat eine geteilte Vorderscheibe. Zwei Teile. Also zwei hat vorne nur eine Scheibe. Daumen hoch dafür. Wo gehst du hin? Dann laufen wir wieder mal los. Laufen, laufen, laufen. Man hat gelaufen. Oder wollt ihr durch einen Park laufen? Ich glaube, da vorne ist ein Park sogar. Ja, gehen wir lieber durch den Park. Ihr müsst wissen, welche der Zeit. Mir kann es wurscht. Ja, gehen wir vor. 20 Uhr da einbinden. Da kann ich auch. Okay. Vorher 20 Uhr da einbinden. Okay. Wenn ich den Mund oder das ist Rathaus. Und hier scheint. An der Brunnen von Hirschalt. Lauf mal da Richtung, oder? Hey, warte doch mal. Ja. Nicht immer das Gleiche, nicht immer das Gleiche, nicht immer das Gleiche, nicht immer das Gleiche. Gut. Oh, lang, lauf mal dann lang einfach. Da ist ein kleiner Park im Wald. Da ist ein kleiner Park. Da gibt's Bücher.
in eine alte Telefonzelle. Tic-Tac-Toe. Tja, einmal, wenn du telefonieren möchtest. Ja, wenn du mal telefonieren möchtest, hast du kein Telefon. Ja. Wo ist das Telefon eigentlich? Da wollen andere Leute rein noch. Die wollen noch telefonieren. Ja. Was? Ihr wollt auch telefonieren? Also Park. Da ist Toilette. Dann mal so ein Ding. Gut. So. Wir haben nur einen kleinen Teich. Wir haben ja einen kleinen Teich. Ein kleiner Teich. Ah, das ist ein kleiner Teich. Gut. Das Dorf von der Schweiz. Cool. Da hinten ist der Wolf von der Schweiz, dahinter Richtung, der Richtung. Das ist ja beginnt es eigentlich, kann man sagen. Also das hier war der Park in Hirschalt, was Rathaus ist. Das Tor, sag mal so, von der Fränkisch Schweiz. Also da hinter uns beginnt die Fränkisch Schweiz, das Tor. So wie in Garzhofen das Tor zum Steigwald ist. Also hinter uns, ja, da sind die Berge, da hinten. Das ist eigentlich das, was ich Fränkisch Schweiz kaufe. Ich sehe einen Haufen Wolkenhof mehr. Und ich sehe, der nächste Berg ist die schöne Kirche. Ja. Und die zeigt schön voran. Jo. Da ist die Kirche und die läutet. Ja, das weißt du doch auch noch. Das war's schon. Oh, guck mal, da mal kleine Bibi-Ampel. Und da mal eine kleine Ampel, guck mal. Eine kleine Ampel. Ja. Ich bin nur für dich. Ich bin nicht mehr farbenblind, ich sehe rot. Auf Augenhöhe. Ja, auf Augenhöhe. Das ist sehr rot. Sogar ein Fahrrad. Scheiße, ich bin noch mit dem Auto da. Ach doch nicht. Der Graf ist hier heute. Ja. Dann laufen wir darüber und darüber. Das ist doch grün. So machen wir es einfach. Wahnsinn. Das sind alte, so alte Dinger. Die alten Automaten noch. Also, die Dinger.
Der Dinger dreht sich. Keine Ahnung warum. Warum ist sowas warm? Windzeug. Und das war das. Ja. Park. So, und da. Da mache ich eine Wiederholungsaufnahme. Das habe ich schon vorhin schon aufgenommen. Hallo. Da sind wir schon vorbeigelaufen. Justus, der König. Der König, alles. So. Laufen wir zurück zum Auto oder nur im einen noch? Da kann man auf meinem Kanal laufen. Und da kann man es auf dem Kanal laufen. Auf dem Main-Donau-Kanal. Frei für Fußgänger und Radfahrer. Ohne Motorkraft, also frei für Fußgänger. Oh. Endlich mal hier oben laufen. Ah, jetzt geht's mal hoch. Das ist der Abschluss dann von heute in Hirschhalt. Und jetzt sind wir auf dem schönen Main-Donau-Kanal. Lauf mal in der Richtung. So, das ist ja schön. Der Kanal, der Main-Donau-Kanal. Jetzt laufen wir unten am Main-Donau-Kanal. Das sind ein paar Pilze. Max, wo ist er kaputt? Jetzt war's schon da. Das sind ein paar Pilze. Hat jemand Hunger? Lecker, 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 lecker. Du kriegst sie nicht mehr, kriegst sie nicht mehr. Ich esse sie alle auf. Ich esse sie alle auf. Und das ist der Main-Donau-Kanal. Da kann man schön entlang laufen, geradeaus. Und wie hat dir das gefallen heute hier? Lustig. Lustig. Schön, gell? Ja, das war was anderes. Ja. Sonst alles okay? Ja, alles super. Und hat es dir gefallen? Super. Ja? Wie hat es dir Papa gefallen? Super, ne? Gut. Na, hat es funktioniert. Gut. Schön ist es hier. Nö, ich hab auch keinen Durst. Kannst du alles drauf, was geht? Auch irgendwie kannst du es kurz mal halten so. Ja. So. Also. So, machen wir hier Daumen hoch für meinen Donau-Kanal. Mach ich auch so? Ach so, ja. So, und dann machen das neue Windrad. Die Kamera in der Richtung. Ja, ja. Das auch, jetzt Schwarz, geht gleich wieder. Raus. Du musst auf den Bildschirm raus. Ja, du, wenn du wackelst, findest du auch nichts. Aber wenn du wackelst, findest du nichts. Dann wackel ich doch nicht so euch. Okay, wackel doch nicht so euch. Ja, jetzt mach ein Windrad. Mach ein Windrad. Genau. Der King. Jetzt auf die andere Seite. Jetzt kommt die andere Seite. Das Windrad kommt von der anderen Seite. Yeah. Weißt du was? Jetzt schalte ich einfach aus. Du bist der Blödel. Ich will was sehen. Achso, ja, jetzt hat er. Ja, mein Donau-Kanal mit dem King. King, 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 King. Und wenn ich zu sterben ist, ist immer noch der King, 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 King. Ja, Justus König mit der goldenen Uhr. Ach ja, stimmt ja, der hat die echt goldene Uhr. Heute für 5000 Euro gekauft. Das ist die Uhrzeit jetzt, die aktuelle Uhrzeit. Ja, jetzt pass auf, die hat er heute 5000 Euro bezahlt. Hallo. 5000 Euro. Hallo. Er hat heute Jackpot gehabt. Genau. Er ist reich. Kannst du sagen, kannst du Wartsachen durchgekauft? Nein, ich nicht. Ich bin bist zu arm. Bist der Reiche? Nein, ich bist nicht. Bist doch der Graf. Nein, 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 nein. Der Graf. Der Graf ist
Der Herr. Von Mexiko. Und das ist die Ausrüstungstasche, da sind die Akkustronen, Kameras, alles drin. Ach so. Das ist die Ausrüstungstasche, das für meine Filme muss ich alles dabei haben. Akkus für die GoPro. Da sind auch Power-Akkus dabei, das ist wieder das Ladegerät für die GoPro drin. Power-Akku. Das braucht dasselbe Akku. Hier, das Ladegerät. Ja, ja. Und das ist ein Power-Grid, muss da geladen werden. Ja, das wer alles geladen drin. Wird. Wer wird geladen? Wer wird geladen? Wir werden geladen in der Tasche. Ja, wenn das Lampe jetzt zu dunkel wird. Wenn es zu dunkel wird. Ja, da. Noch wie lange dauert es noch zum Taschentücher? Beide zusammen mit Gizmo drauf, ja, sehr schön. Achso, scheiße, das ist ja noch Charlie. Genau. Aber den Gizmo sehen sie halt immer noch nicht, aber ich sehe ihn. Wir machen eine Karte. Ja, yes. Genau. Ja, gut. Könnt ihr mal die Daumen nach unten geben? Achso. Wäre doch mal was anderes. Hey, du musst das gut. Also gut. Bückt euch. Gut. Aber jetzt macht ihr, jetzt könnt ihr euren Daumen nach oben geben. Gut. Jetzt kommen wir gleich ein Beißer ab. So. Gut. Jetzt kann der Jürgen mal auch den stellen. Und du ich habe ja schon gemacht. Nein, du kannst dich da hinstellen. Gut. Und du kannst dich da hinstellen. Mhm. Muss die Kamera, ich gehe mal nur an. Ja. Und jetzt kommt der Jürgen ja nochmal alles den Daumen hoch. Lass einfach laufen, du brauchst so keinen. Ja, guck mal her zu. Die Daumen brauche ich doch zum Aufhängen. Ja, Daumen hoch, alles. Ja, Daumen hoch zum Aufhängen. Ja, super. Und jetzt ihr beide. Das könnt ihr beide machen. Du, ne? Ne. Ja, und der Charlie. Der hat Charlie. Charlie Brown. Ja. Hm? Ja, der. Super. Ah, oh, guck mal her, Charlie Brown hält und hält und hält und hält und leckt und leckt. Hey, weißt du was? Das ist ja schön. Machen wir Stunden weiter. Ja. Hey, Betrüger! Betrüger, ja. Ja. Jetzt hat David weiter. Ja. Nee, die Tasche ist mir schon lieber. Die brauche ich noch. Ja, ist okay. Also gut. Also können wir laufen hier, oder? Ja, wir laufen zu Fuß. Ja. Gut. Was denn sonst? Auf dem Wasser? Nein, auf den Händen. Und das ist auch der Notzeit. Das ist ein Vorteil. Und weiter. Ja, ich laufe jetzt da lang den wunderschönen Main-Donau-Kanal an den Tag, wo die Sonne untergehen möchte. Nee, also um die Uhrzeit, wo ich jetzt Grip, das Moritz, wo eigentlich das Grip, das Moto-Magazin, jetzt dieses Jubiläumsfolge hat, das um 17.15 gestartet hat. Die feiern Auto. Ich mache es ja wunderschön hier lang zu laufen am Main-Donau-Kanal. Wunderschön, ich ganz gerade. Kann ich sehr empfehlen. Wunderschön. Hier am Sonnenuntergang, weil die Sonne gleich untergeht. Und hinter uns die fränkische Schweiz da. Kann man sehen. Die Berge. Hier ist es so runout. Das ist wunderschön. Fahrer von hinten. Dort. Und da kann er sich hinlocken und chillen. Was haben wir da rauf?
Kommst du wieder hoch? Er versucht. Okay. Gut. Und da ist der Wald. Das ist immer schön, den Berg. Wenn du da drauf schauen möchtest, sind wir 2 Uhr noch, oder? Ach, halb 6. Und das ist Tor. So, jetzt laufen wir hier zurück. Es ist so viel Uhr. Ja, und jetzt laufen wir zurück. Und sagen euch danke fürs Zuschauen, Einschalten. Wünsche noch einen schönen Tag und einen guten Start neuer Woche. Auf Fernurlaub. Ich glaube, es ist Urlaub, gell? Und weil wir hier Ferien haben, will ich ein Ding. Ich hochgegangen, die Treppe. Die Treppe sind hochgegangen. Nee, die sind wir nicht hochgegangen. Nee. Wir sind vorne hochgelaufen. Und jetzt geht's die Treppe wieder runter. So, jetzt müssen wir hier weiterlaufen. Aha. Das. Ich hab das gleich kaputt gefahren, du kannst gleich reinsteigen. Ah, da ist ein Auto. Ja, weiß. Wieso? Gut, geht automatisch auf, guck. Ja. Die meisten stellen sich so hin, dass man den gleich sieht, ne? Ja, ich mache hier Winke-Winke. Ich mach Tschüss. Ciao. Hasta la vista, Baby. Es war schön mit dir. Ja, dein Gefährt. Ja. Dein Geschoss. Ja. Ach, scheiße, der ist geschoben. Steigen Sie ein, Herr Graf. Naja, Herr Graf ist der Auto. Aber bist du Freddy Graf. Ich bin Freddy Krüger, ja. Freddy Krüger und Jürgen Graf. Genau. Oh, nix wieder mehr mit. So, jung und sportlich steigen. Das heißt also, noch gar nichts. Jetzt geht's los. Der Motor starten. Nein, nicht starten. Erstmal durchschalten. Triebwerk starten. Nicht machen. Jetzt ist alles okay. Und jetzt machen wir eines. Rin! Nein. Hallo, ich das deutsche. Dein Licht musst du anmachen. Dein Licht. Licht? Dein Licht? So. Hast du dein Licht? Und mein Fahrlicht? Licht über. Wow. Komm, die Welle, gut. Gut. Achtung, wir drehen rum. Zuck. Was? Und? Super, jetzt noch einsteigen. Jetzt
Wir müssen mal einsteigen. So. Jetzt kannst du dich erstmal anschauen. Ja. Vor allem hier. In dein Raumschiff. Raumschiff, richtig. Auto Sport? Ja. Ich steige nach Hinterblumsen. Was? Ich steige in die Knieblumsen. Blumsen? Die Blumserei da immer. Ja, so, alles klar? Alles klar, stadtbereit. Wir sind stadtbereit. Ja. Können wir auch Gas geben? Also gut. Und wir fahren los. Wir fahren mit einem Audi. Audi. A4. Charlie, er schläft. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Ja, zu meinem A4 kann er gut schlafen. Ja. Ich nehme an, jetzt rechts, gell? Ja. Denke ich auch. Denken ist Glückssache. Oh, ja. Das tut weh, das tut weh. Ob hier riechen wir noch ein Ziel. Scheiße, wo waren wir jetzt? Links. Wenn es keine Einbahnstraße. Ja, scheiße Einbahnstraße, siehst du? Fahren wir doch geradeaus. Da ist links abbiegen. Ja, jetzt fahre ich geradeaus. Jetzt ja geradeaus. Ja, ja, kriegst du auch immer. Ah, wir haben Parkplätze. Ja, jetzt haben wir Parkplatz, siehst du? Mit Gott, nee, ich hab's zu. Ich hab's gewusst, ich hab einen gesehen. Ja. Wo war er denn? Wo war er denn? Das frag mich auch. Warum musst du weiter aus rumfahren? Ja, müssen wir erst aus rumfahren, dass wir überhaupt mal sehen, dass wir einen überhaupt finden. Warte mal, was ist denn jetzt da los? Keine Ahnung, ich werde einfach links fahren, oder? Ja, dann fahren wir mal links. Hallo, Sie, können wir auch links fahren? Ja, gut, dann fahren wir weiter. Oh, wollt ihr noch am Leben bleiben? Dann komme ich. Ja, dich nehme ich schon mit, Krankst. Ja, ja, da magst du zu gucken. Alles wird. Morgen ist es zu spät. Aber die brauchen alle ein Taxi. Mhm. Die wollen alle schon ein Auto mitfahren. Ja, aber nur mit einem A4. Ja. Ja, krass. Geht krass. Na, da kannst du nur rechts ab, geradeaus. Ach du Scheiße, was haben die denn da gemacht? Die wollen uns ärgern. Wo geht's da überhaupt lang? Muss aber drehen irgendwo. Und ich muss erst einmal rauskommen. Viel Verkehr. Zu viel. Aber irgendwann kommt immer die ruhige Zeit, dann sind wir wieder wach. Coca-Cola-Flasche. Ja. Blöde Flasche. Die ist auch nicht gescheit dabei. Na komm, Mädel, geht. Ei, ja, das war knapp. Die haben wir auf den Charlie gewartet. Ja. Schön ist es, ja. Schön ist es. Machst du ein Video? Nein. Ich mache jetzt gar kein Video. Mein Donau-Kanal fahren wir drüber. Ja. Oder schwimmen wir gerade drüber? Ja. Ist jetzt cool, oder? Mach doch ein Video. Der weiß genau, dass ich Auto fahre, da macht er lieber Kenz. Musst du viel rausschneiden? Er muss alles rausschneiden. Ja, so, warum muss er alles rausschneiden? Er spricht zu wenig. Der spricht zu wenig. Eine coole Fahrt ist es. Welche Richtung müssen wir fahren? Geradeaus. Achso, Richtung Würzburg? Nee, Richtung Frankfurt. Scheiße. Da haben wir einen kleinen Fluss. Ja. Oh. Ich weiß, es ist der Altmann. Das war ich voll gar nicht gewusst, dass ich jetzt mal so gemusst habe, dass wir schon einen kleinen Fluss haben. Ei, ja, der Fluss von mir war stark. Au, ja, ja, ja. Super Fluss. Echt, ey. So gut. Hätte ich es gar nicht gedacht. Viel Spaß, die gut einsprechen. Schönes Auto, gell? Cooles Auto. Der Fahrer, der Fahrer. Achso, der Fahrer. Ja. Nee, nee, der. Jetzt machen wir Tempomat rein. Bei Tempomat übernimmt das Auto das Denken. Okay. Und nicht mehr der Fahrer. Also okay. Heißt der Herr Graf übernimmt jetzt alles. Okay? Ja. Man kann zur Steuer loslassen. Normalerweise ja, aber der Sensor fehlt zurzeit. Der Sensor dran wird der dann auch allein hier fahren. Und ich weiß, nachher sagst du mir wieder geradeaus. Obwohl es ein Kreisverkehr ist. Aber naja, gut. Sieht auch geradeaus. Ja, ich sag dir ja, fahr geradeaus. Ob der Kreisverkehr da ist oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Nee. Hauptsache du fährst geradeaus. Ja, geradeaus. Geradeaus. Rüber. Und drüber. Du brauchst ja von Neidradau, oder kannst du da Turbos und sprichst ja, drüber. Ja, fertig. Ja. Fertig. Ja, ich brauch's bald um. Siehst du, was hab ich gesagt? 2,08 Euro. Jetzt ist der billig. Und, ja, ja, und, jetzt und vorhin war es doch 2,11 Euro. Ja, und gedankt habe ich für 2,12 Euro. Ja. Ah, ja, mein Gott. Ey. Vorne von diesem großen Ding. Das große Simba, die Geld.
Auto da vorne durch. Ja, da war's. Das ist Bobbycar. Ach so, ja. Das ist vorbei. Und da immer alles so hin will. Ja, es ist so schwer. Einfach geradeaus. Geradeaus, da. Ich fahre doch lieber nach Hirscheid. Ja, geradeaus, das ist geradeaus. Nee, geradeaus wäre geradeaus. Nein, das geradeaus ist das da, oder? Nee, das wäre gerade durch. 70, oder? Das Navi sagt immer so geradeaus, also gerade. Fahren Sie durch. Fahren Sie mal geradeaus weiter. Siehst du vorne den Berg? Das ist eigentlich schon Fränkisch Schweiz beginnt. Der Berg könnte schon Fränkisch Schweiz eigentlich okay, schon. Okay, da kommen wir auch nichts dafür. Na, wir können jetzt kommen. Der Charlie hat zumindest Sachen schon. Oh. Wir waren in der Funkgruppe. Er denkt da nicht viel mit. Also. Aber Kaffee kam damit Musik aus. Wir wollen schon den Fluss, da guck mal, das ist eine schöne Ecke. Das kommt der erste Fluss und dann kommt der nächste Fluss. Und das ist der nächste Fluss ist, glaube ich, der Ludwigs-Donauskanal oder irgendwie heißt der. Mein Donaukanal irgendwie heißt der halt. Also heute haben wir mal Schwimmzeug dabei. Könnten wir doch reingehen, oder? Wenn du Spaß aber sagst, davon ist sogar ein Schwimmbad sogar hier. Echt? Ja, da irgendwo auf der rechten Seite. Da muss ich ja bezahlen. Und der wird dann mit dem Fußball spielen? Das wird der eine Fluss, das kommt der Kanal. Also gut, wie fahren wir hier noch? Kann einfach geradeaus. Achso. Okay, nur noch geradeaus. Da haben wir schon Hirscheid, Bamberg, ja, also Kreis Bamberg. Ja, hier erst einmal. Wo laufen die Leute hin? Alles in so einem Fest. Wir müssen jetzt schauen, wo wir einen Parkplatz finden halt. Okay. Und da ist das Schwimmbad Frankenlagune, das ist es halt. Therme. Und da hätten wir unten auch parken können? Ja, ich verstehe das alles voll. Wir müssen gucken, ob wir parken können. Achso. Also das ist Hirscheid. Und das ist der Donau, irgendein Kanal. Mein Donaukanal oder okay. Kanal. Ach so. Okay, da können wir auch schwimmen. Ja. Aber parken bitte nicht. Da unten können wir parken irgendwo. Da ist eine rausfahren, eine reinfahren, eine zugfahren. Eine. Also gut, dann müssen wir sehen, dass wir. Ja, wo ein Parkplatz finden. Ja, den einfach jetzt hinterher. Das sehen wir da. Ja, was machen die Leute? Wir haben Verkauf auf den Sonntag und Herbstmarkt. Ja, gut. Haben die auch Volksfest? Das ist, glaube ich, alles. Eindeutig. Warte mal, wie heißt das hier? Schon aufgemacht. Okay. Weil sonst kriege ich Ärger, hast du mal gesagt. Zu mir. Ja, aber sag zu mir, wenn ich mir nicht sowas sage. Einfach nichts, dann machen wir von hier Schnittstelle. Ja, gut. Das wird immer raussortiert, Thomas. Nee, ich möchte nichts. So, jetzt müssen wir Obacht geben, da ist nämlich bestimmt Parkplätze jetzt. Ja. Die fährt genauso, da müssen wir uns mal nachrichten. Ach, da oben kann man sich nicht hinstellen. Warte mal, kommt da Auto? Dann kommt das nächste aus frei. Dann wissen wir. Ich weiß nur, da weiter unterhalb. Vielleicht leider rechts, da ist ein paar Plätze sind. Ja, können wir auch machen. Da wollen wir nicht zurückfahren. Durch? Neben dem Kind kann ich. Ja, das ist ein Tor. Das ist verlassen, aber. Das kann auch. Da? Nee, da, das ist. Das. Nicht. So, wenn es ist sehr viel los, ne? Zu viel. Ausfahrt. Das heißt, hier wird viel geboten. Vorbeilassen. Und soll ich jetzt auf den anderen drauf? Das ist blöd hier gemacht. Der wird wohl heute alles voll sein. Und ich habe gedacht, wir haben Zeit noch. Da. Ey, willst du nicht noch schneller reinfahren? Richtig, was haben die? Was habt ihr gegessen nur? Aha. Was ist da? Gegen. Ja. Ja, aber geradeaus, geradeaus. Wollen wir geradeaus, oder? Da unten wäre ein Parkplatz. So wie es ausschaut, aber ich muss erst mal sehen, dass ich. Ich mach schon Platz. Siehst du was? Ja, sehen du hier. Ja. Und der wird gleich merken. Warte mal, ist der noch hinter mir? Ist der noch hinter mir? Ist nix. Ist der, du kannst aber nur um die Kurve rum. Nee, das ist weit weg. Ja. Fährt selber rückwärts. Ich bin da nein. Weil ich da glaube ich, da ich was gesehen habe. Wir haben da jetzt gepiepst immer. Ist da ein Auto? Ja. Das hat. Ist, hallo? Mhm. Da vorne sah aus, dass wir da parken können. Auf der Wiese? Nein, da sind doch genug Parkplätze. Auf der Wiese traue ich mich nicht hinzuparken.
Ja, das schaut aus, wenn es jemand hören würde. Da können die buggen. Da vorne bugge ich ganz einfach. Ja, genau, fragst du da mal. Was soll es immer eben einfach machen? Das ist etwas. Nein, das mache ich. Ist es auch bei mir so. Auch mit Abstand halten, wenn ich hier rauskomme, dann habe ich noch einen Abstand. Ja. Das habe ich gemeint. Und hinter der Tüfferkabang muss er ja das Tor auch einfahrtfrei halten. Das ist wichtig. Einfahrtfrei halten. Wir können es gut drehen. Wir haben Parkplatz gleich alles. Wir haben alles hier. Alles erreicht. Ihr Leben. Heute. Oh, das war. Ja, langsam. Weich doch meine Knie. Ich habe Leiste zugemacht. Und da ist der Fahrer. Der Fahrer. Der Chef kommt. Der Fahrer. Nein, der Chef. Der Audi, der Graf. Fährt der Krieger Jürgen Graf. Ja. Der Fahrer. Das ist der Bonzenfahrer. Fährt nur Audi. Genau. Super. Ah. Grüß Gott. So, wir laufen jetzt gerade wieder zurück. Dann ist es schon wieder fast 8 Uhr. Und das war der Herbstmarkt. Wie hat euch Herbstmarkt gefallen? Cool. Super. Alles gefallen? Und gut zu laufen hier. Also wir laufen jetzt wieder zurück zum seinem Auto und fahren zurück nach Würzburg. Es sind 80 Kilometer wieder. Dass er mich nicht gefragt hat. Stell dir mal vor, der hätte mich ja noch gefragt, ob es mir gefallen hätte. Hätte es sein können, dass ich doch den Daumen nach oben drücke. Hat es dir gefallen? Und in die Nase. Herr Graf? Gut, sind wir jetzt mal hier im Langlauf, muss man aufpassen am Radfahrer. Scheiße, hier gehe ich unter. Alter. Oder sowas. Ebenfalls ist ja in Bayern. Ebenfalls in Bayern. Klingelingeling, die Boss. Pass dich, hey, du, pass auf, Alter. Das ist die Boss. Einmal am richtigen Klingel. Gut. Ebenfalls. Eier, Mann. Du musst aufpassen, Radfahrer. Radfahrer? Wo ist die Glocke? Nein, immer aufpassen, Radfahrer. Gut, jedenfalls, Bayern ist ja nächste Woche Ferien, Herbstferien, Halloween ist es ja, oder übernächste Woche, ich weiß es nicht. Übernächste Woche, glaube ich, Herbstferien in Bayern. Egal, falls ihr Ferien habt, wünsche ich Ihnen schöne Ferien oder schönen Urlaub, die Schule haben, schönen Urlaub. Nochmal vorne, also, wir bedanken uns fürs Zuschauen und Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kann ich euch sehr empfehlen. Hirscheid, das Tor der Fränkischen Schweiz, sage ich. Hier mein Donaukanal zu laufen, ist wunderschön. Schöne Gegend, schöner Ort. Man kann es hier genug genießen, die Luft. Jetzt laufen wir zurück. Jedenfalls wünsche ich euch allen einen guten Start in neuer Woche. Die beginnt, ob Ferien, ob Schule, Urlaub, Arbeit, egal. Wir haben schon Ferien. Jedenfalls wünsche ich euch einen guten Start. Schönen Tag. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf und bitte gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat und den Kanal abonnieren. Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Der YouTube-Kanal von Justus König, das bin ich. Also, goodbye du. Ciao, ciao. Ende der Aufnahme. Also alles easy deasy. Uns geht gut, solange wir wild sind. Mehr fällt mir nicht ein. Ende der Aufnahme. Goodbye du. Und viele Grüße aus Hirscheid. Ah, mein Donau-Kanal. This is over and out. This is game over. Aus und aus die Kamera. 1, 2, 3, 4, 5 Freunde. 5 Freunde, das sind wir. Hi. Hallo. Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die 5 Freunde. Timmy? Ja. Zusammen sind wir die 5 Freunde. Hey ho, hier kommen wir. 5 Freunde. 5 Freunde. Soll ich euch denn nennen? Die 4 Freunde? Wir sind die 5 Freunde. 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir. 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir. 5 Freunde. Was kommt als nächstes? Fragen wir uns. Ja.
Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn, doch er wurde nie gefunden. Bis heute. Fünf Freunde 2. Fünf Freunde, das sind die. Ab 31. Januar im Kino. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die berühmtesten Freunde der Welt sind zurück. In ihrem größten Abenteuer. Dick ist entführt worden. Los. Was war denn das? Fünf Freunde 2. Echt? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Die fünf Freunde sind wieder da. Fünf Freunde, das sind wir. Dick. Fünf Freunde. Und sie sind nicht allein. Oh, hier kommen wir. Jetzt schnappen wir sie. Von so ein bisschen Dunkelheit lasse ich mich doch nicht aufhalten. Fünf Freunde 3. Fünf Freunde. Ein versunkenes Schiffswrack. Ein sagenumwobener Piratenschatz. Wo habt ihr das her? Ein mitreißendes Abenteuer. Dieser Kompass zeigt zu seinem Schatz. Mit dem Schatz kann ich unser Dorf retten. In 3 Tagen werden die Bagger anrollen und hier alles platt machen. Dann wollen wir mal. Damit dieser Hähn sein Luxusresort errichten kann. Für mich ist das denn? Wo geht ihr hin? Na, wohin wohl? Dein Dorf retten. Alles klar. Wir sollten los. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Die fünf Freunde sind wieder da. Freunde, das sind wir. Was, wenn es den Schatz gar nicht gibt? Das ist unsere einzige Chance. Mit diesem Gerät sind wir ihnen immer auf den Fersen. Das hält uns nicht. Das ist total morsch. Uns vielleicht nicht, aber Timmy. Sie verfolgen uns. Fahr schneller. Tja, Kinder, das war's dann wohl. Fünf Freunde 3. Fünf Freunde, das sind. Guck mal, Glück, guck mal, Glück. Danke, reicht schon. Demnächst im Kino. Fünf Freunde 4. War eine verdammt coole Action mit dir, Baby. Die berühmtesten Freunde der Welt in ihrem größten Abenteuer, dem. Ein geheimnisvolles Tal. Eine abgelegene Burg. Ein uralter Fund. Krass, wie kann das sein? Fünf Freunde, das sind wir. Die berühmtesten Freunde der Welt in einem Abenteuer, George! Das vor 65 Millionen Jahren begann. Das muss es sein. Das Tal gibt es wirklich. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Das ist Julian, Anne und das ist mein Cousin. Dick. Demnächst. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde, das sind wir. Wir sind Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Wie ist die Tonqualität?